Hey Leute, ich lache nicht, weil ich so glücklich bin, sondern weil ich endlich mal wieder nachkommentieren darf. Hey, ja, toll, wow, oder nein? Ist nicht toll. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich dieses Nachkommentieren, ich will nicht sagen hasse, aber eigentlich schon. Ja, ich glaube, hassen trifft es ganz gut. Ja, irgendwie ist mir wieder hier die Tonspur komplett zerrissen und in dieser und in der nächsten Folge muss ich wieder alles nachkommentieren. Nun gut, es sind ja nur 2 Folgen und das werde ich schon wahrscheinlich irgendwie überstehen. Auch ganz lustig ist, da diese Aufnahmesession hier schon über einen Monat her ist, habe ich keine Ahnung mehr, was ich hier gemacht habe. Ich weiß, was wir machen, wir lassen uns einfach überraschen. So. Ich glaube, hier hatte ich versucht, diese Blitzfallen von den Menschen zu deaktivieren. Da ich aber zu blöd bin und keine Ahnung habe, wie man das macht, setze ich einfach mal ein paar Dämonenechsen dahin, die offenbar jetzt alle wegrennen. Und was ich jetzt genau vorhabe, weiß ich auch nicht. Ich will eine Falle drüber... Ach nee, Quatsch, ich wollte den Blitzzauber offenbar drauf testen. Ziemlich cool, aber scheint wohl irgendeine Einheit zerstört zu haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt uns gehörte oder nicht, oder ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt da Gold und ich komme nicht dran, weil das... Falle wurde hergestellt. Ja, ganz toll. Weil die Goldbeutel da liegen alle auf der Falle, auf der feindlichen Falle da und wie gesagt, ich komme da nicht dran. So. Und ich denke auch nicht so weit und baue mal eine Brücke von dieser Insel zu dieser... von der Insel zu dieser... Hier, sag doch mal schnell. Ich zeig gerade drauf, das bringt gerade so richtig viel. Naja, bringt gerade recht wenig, ehrlich gesagt. Ich könnte eigentlich genauso gut eine Brücke von dieser Portalinsel da zum Gang hinbauen, so dass ich die Fallen ganz easy umgehen könnte. Aber nein, so weit denke ich damals. Ich habe meine Vergangenheit sich damals noch nicht gedacht. Ja. Nun gut, wir gucken mal dann einfach mal, wie es im Osten, im Westen aussieht. Ganz einfach, wir bauen noch mal eine Brücke von... Moment mal, das ist doch wieder eine ziemlich dämliche Idee. Als hätte ich aus der Aufnahmesession hier vor wieder nichts gelernt. Denn wer sich erinnern kann, der weiß ja noch, dass die ganz... Dass wir zwar eine Brücke zu den Gegnern hingebaut haben, die allerdings die ganze Zeit die Brücke erobert haben und somit auch den Raum, der da anlag. Ja, jetzt werden die wahrscheinlich auch die ganze Zeit die Brücke erobern und gleichzeitig auch noch die Folterkammer, die da bei uns steht. Naja. Gut, ich habe zum Glück damit nichts mehr zu tun, sondern nur mein Vergangenheits-Ich. Nee, halt. Ich habe doch damit noch was zu tun. Ich muss nämlich noch weiter hier mit aufnehmen. Also ich muss noch hier, ich hab eine Pause gemacht und dann habe ich einfach so... ihr wisst schon, hier, ich habe eine Pause gemacht hier nach der nächsten Folge, genau. Das wollte ich eigentlich damit aussagen. So, offenbar habe ich jetzt einfach mal so ganz randommäßig irgendwelche Kreaturen dahin gesetzt. Und jetzt habe ich sie wieder aufgenommen. Warum weiß ich nicht mehr. Ach ja, genau. Ich will versuchen, die hier zu gruppieren. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ob die jetzt gruppiert sind oder nicht. Es hat wohl den Anschein. Na gut. Dann... Ui, ne? Ja, okay, dann... sammeln wir nochmal. Ne, Quatsch, jetzt beschwöre ich mal ein paar Imps. Stimmt, hatte ich das eigentlich gerade richtig gesehen, dass wir gerade nur noch einen Imp hatten? Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ach ja, und das kam mir auch noch hinzu, dass wir gar keine. Dass wir jetzt mal wieder gar kein Gold mehr haben. Ja. Ich sitze hier gerade mit einem totalen Fake-Grinsen. Aufgrund dieser Tatsache, dass wir wieder gar kein Gold haben. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ach, halt doch die Klappe, Mensch. So, ach ja, genau, wir haben in der letzten Folge noch einen
magisches Kästchen entdeckt. Damit können wir wieder einen wiederbeleben. Ich würde mal vorschlagen, dass wir damit am besten eine Fliege wiederbeleben. Die mag ich ja so sehr. Oder ein So Imp. soll es sein. Nein, ich habe mich für einen Zauberer entschieden. Ist, glaube ich, auch die beste Wahl. Nun gut, den pflanzen wir wieder dahin. Ob was im Grunde genommen... Oh mein Gott, oh mein Gott. Der Zahltag rückt immer näher. Und ich habe gar kein Gold mehr. Also wirklich so, ich habe gerade wirklich null Gold hier. Na, das ist mal wieder ganz super. Soweit kann auch nur wirklich ich denken, ne? Eine Falle wurde hergestellt. Moment mal, ich könnte doch eigentlich auch die Fallen und die Türen eigentlich alle wieder verkaufen. Damit kriege ich auch wieder ein bisschen Gold rein. Na, mal gucken, ob ich das jetzt hier schon mache. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass ich das machen werde. Na, ja! Tatsächlich, ich verkaufe die Teile. Somit haben wir doch noch eine kleine Goldeinnahmequelle. 250 für die Türen. Was kriege ich für die Tag, Eisentüren? Tag. Sieht so aus, als würdet ihr euch mitten... Achso, ja gut. Ich habe wieder auf das Fragezeichen geklickt. So. Für eine Eisentür gibt es sogar 500 Gold. Sehr schön. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ach, halt doch die Klappe. Das will doch keiner hören. So, jetzt erstmal die ganzen Fallen nochmal verkaufen. Das kriege ich für dieses hier Giftfallen. Warum brauche ich da oben jetzt eine Blitzfalle hin? Das deaktiviert die nicht. Also das deaktiviert die feindlichen Fallen nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das Eine getan Falle habe. wurde hergestellt. Ja, toll. Kann ich die endlich verkaufen? Ich würde gerne wissen, wie viel Gold ich dafür bekäme. 350 für die Giftgas. Und ich. Wie viel Gewehr, genau, wie viel für die Blitzfallen? Das würde ich nun auch ganz gern mal wissen. Randommäßig einfach nur irgendwo hingestellt. Ich habe es jetzt nicht erkennen können, aber es war eine ganze Menge Gold. Sehr schön. Somit haben wir doch ein bisschen wenigstens, wie gesagt, unsere Goldquelle doch noch ein bisschen erhalten können. Aber ich denke mal, jeden Augenblick werden die Kreaturen wieder pissig und die wollen wieder ihr Gold haben. Und dann verlassen die wieder den Dungeon, weil sie nichts bekommen. Und dann habe ich wieder gar keine Einheit mehr. Sie Hey, hat ja, nicht toll, genügend wow, Gold. oder? Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ach ja, und ich habe schon wieder irgendwie nur ein Imp oder so, ne? Ach. Na gut, wir buddeln uns einfach mal hier durch. Ist, glaube ich, die beste Idee. Einfach mal direkt straight zum nächstanliegenden Dungeon dazu kommen. Vielleicht finden wir da ja irgendwas Interessantes. So. Und in meiner Erinnerung war hier oben auch noch irgendwo Gold gewesen, aber scheinbar trügt mich da meine Erinnerung, denn ich sehe da oben gar kein Gold momentan. Schade. Ha, Moment mal gerade. Auf der Karte sehe ich jetzt etwas, Eine Tür was wurde ein bisschen wie hergestellt. Gold aussieht, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Gold ist. Würde ich jetzt gerne nachgucken, aber ich kann nicht, weil ich das dann wieder nachkommentieren muss. Ech. Weil, wisst ihr, wenn man so nachkommentiert, dann fällt einem viel mehr so auf, als wenn man normalerweise spielt. Ne? Also es ist. Ich glaube, das ist auch ganz klar, oder das sollte einen nicht verwundern, denn so kann, wenn ich spiele, konzentriere ich mich ja hauptsächlich auf Spielen. Und wenn ich jetzt nur beim Nachkommentieren bin, dann kann ich mich auch noch auf die auf alles andere konzentrieren. So. Deswegen verlieren wir andauernd unsere Imps, weil ich so blöd war und eine Falle dahingestellt habe. Eine Falle wurde hergestellt. Geil, wir haben gar keine Imps mehr. Wir haben kein Gold mehr. Das ist wunderbar. Ihr habt nicht genügend Gold. Da hörst du es, Vergangenheit, Ihr habt Martin. Ich nicht genügend hab Gold. nicht genügend Gold, ne? Wieso versuchst du es dann? Okay, was verkauft er jetzt? Was verkauft er jetzt? Verkauf doch deine Fallen, du Idiot! Warum? Von mir aus auch die überflüssige Schatzkammer ist mir schon recht. Aber warum verkaufst du nicht deine Türen und Fallen und alles, was er gerade gesagt hat, dass er viel mehr davon haben? Ach, Vergangenheits-Ich, du bist so ein Trottel. Ich hasse dich. Ja, und das Lustige ist, ich hasse das Vergangenheits-Ich, mein Vergangenheits-Ich noch viel Ihr mehr, habt nicht genügend Gold. weil er mich ziemlich blöd zurückgelassen hat. Eine Tür Zumindest in wurde einer ziemlich hergestellt. blöden Ihr könnt es euch Situation. nicht leisten, Ja, Kreaturen zu trainieren. sag bloß.
Mensch, wir können es nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ey, sag mal was Neues. Nun gut, offenbar sind wir auf den feindlichen Dungeon gestoßen und kommen nicht durch die Mauer, aus einem einfachen Grund, weil es eine Mauer ist. Ja, und die Imps sind nicht stark genug, die einzureißen. Schade. Nun gut, dann buddeln wir uns einfach mal hier an der Mauer entlang. Vielleicht treffen wir irgendwo auf den Eingang des Dungeons. Dann können wir den gegnerischen Dungeon-Bewohner alle niedermetzeln. Und ich hoffe, danach kann ich mich hauptsächlich auf den Dungeon im Osten konzentrieren. Ach ja. Nun gut, lass uns mal überraschen. Was habe ich da vor? Eine Blitzfalle hinzustellen? Ich würde, glaube ich, eine Blitzfalle aufstellen. Und eine Giftgasfalle. Und eine Tür. Platzier doch deine Türen dahin, verdammt. Hallo? Dankeschön. Eine Tür wurde hergestellt. Ja, so wunderbar. Dann reißt die mal alle wieder ab. So, 500 Gold bringt die Blitzfalle, habe ich gerade gesehen. Sehr schön. Sehr angenehm auch. Können wir das ist echt eigentlich eine recht vernünftige Einnahmequelle. Hm. Kaufen wir jetzt diese Tür für nur 250 Gold. Sally, das ist ja Wahnsinn, nicht wahr, Ted? Ja, wir sind wieder beim Teleshopping-Kanal und verkaufen heute Türen. Türen und Fallen. Was haben wir denn heute als Angebot? Ja, wir haben einmal diese schönen Eisen. Zu trainieren. Halt die Klappe, ich bin am Reden. Ich bin gerade am Teleshopping machen, ja, ne? Also, wir haben hier einmal diese wundervolle Eisentür. Und wir haben einmal diese rustikale, aber doch sehr edle Holztür. Ja, in dem Fall haben wir im Sortiment Blitzfalle und Giftgasfalle. Die Giftgasfalle stinkt zwar, ist allerdings auch sehr effektiv gegen eindringende Monster. Und die Blitzfalle ist noch viel effektiver. Und sie leuchtet noch im Dunkeln. Das ist ja der reine Wahnsinn. Ja, und damit wieder zurück ins Studio oder so. Keine Ahnung, ich habe gerade einen Stuss. Hilfe. Ich finde den Eingang des gegnerischen Dungeons nicht. Kreaturen kommen nicht zur Hühnerfarm. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Was habe ich da eigentlich gerade vor? Warum habe ich da die Tür hingebaut? Warum habe ich die Tür abgeschlossen? Ich glaube, damit die Imps da nicht hinlaufen oder so. Ja, ich glaube, das war das. Damit die Imps da nicht hinlaufen zu den Blitzfallen. Warum verkaufe ich einfach nicht diese blöden Blitzfallen? Ich habe keine Ahnung. Eine Falle wurde hergestellt. Oh, mal wieder eine Falle. Sehr schön. Verkauf die doch. Und da scheint wohl ein Trainingsraum zu sein. So wie das anhört. Also entweder trainieren jetzt auch auf einmal die Menschen unten oder wir haben jetzt tatsächlich mit einem feindlichen Keeper zu tun. Lass uns doch mal überraschen. So, und jetzt brauche ich auch nochmal hier einen Raum hin. An den kann ich mich sogar noch erinnern. Ich weiß zumindest noch, wofür der gut war. Ich wollte den Raum hier nicht bauen, damit ich hier ungestört die Türen und Fallen hinsetzen kann und die dann alle hier drin verkaufen kann. Habe ich dann mal mitgedacht. Gut, im Grunde genommen kann ich das auch im restlichen Dungeon machen. Aber jetzt habe ich extra einen Raum dafür gebaut. Oder zumindest einen Raum dafür in Planung. Gebaut habe ich den ja noch nicht. Jetzt baue ich den gerade. Beziehungsweise der Imp hebt den gerade aus. Und es ist gerade ein bisschen laut mal wieder auf den Ohren. Moment. Ach, ist schön. Schön, wenn man an den Kopfhörern so ein lustiges Rädchen hat zum Lautstärke einstellen. Ah. So. Dann bauen wir gerade noch die Fliesen dahin, damit ich die Fallen und Türen da gleich alle hinsetzen kann. Genau so. Also, Eisentür, Holztür, Dingsfalle, Giftgasfalle meine ich. Guck nur mal nach, ob du noch eine Blitzfalle hast, Idiot. Ich habe gerade genau geguckt, gesehen. Du hast nicht geguckt, ob du eine Blitzfalle hast. Ach ja. Eben nicht. Dann sei mit deinen 1110 Gold zuerst mal zufrieden und mal gucken, wie lange das hält. Eine Falle wurde hergestellt. Sehr schön.